Vor circa einem Jahr habe ich mich einem 4. Klasse-Test gewidmet und habe kläglich versagt. Fledermäuse können sehr gut sehen. Ja. Ach nee, das war mit dem Hören, ne? Ich bin ein Sonderschüler mit einem IQ von 85. Heute werden wir das Ganze nochmal in Biologie und Geografie machen in einem 5. Klasse-Test. Nein! Dafür, dass ich die Lehrer sehr oft in meinen Videos fertig mache, müsste ich ja eigentlich 1,0 daraus kommen. Wieso rastet jeder Englischlehrer immer aus? Jeder Lehrer fehlt ab und zu in der Schule. Außer der Mathelehrer. Lehrer haben es nicht so mit der Technik. Wieso gibt es eigentlich immer diesen Geschichtslehrer? Ich bin froh, dass mich kein Lehrer auf meine Videos angesprochen hat. Elias, ich habe das Video gesehen, wo du gegen Mathelehrer schießt. Es könnten die größten Naturkatastrophen sein. Der Mathelehrer wäre trotzdem anwesend. Hast du ein persönliches Problem mit mir? Nein, Herr Huhn, das ist einfach nur Comedy. Ich habe mich verfolgen lassen. Ich weiß, wo du wohnst, deine Adresse. Du wirst verklagt, kannst mehrere tausend Euro Strafe zahlen wegen übler Nachrede. Finden okay? Sie nicht, dass sie über... Wenn du kein Mann des Wortes bist, rede nicht. Rede nicht, weil es gibt Leute wie ich, die nehmen sowas ernst. Und ja, seit dem letzten Video kriege ich das Ding nicht wieder an die Wand. Oh. Boah, ey, Junge. Gymnasium, 5. Klasse. Und als erstes machen wir Biologie. Haben wir jetzt verschiedene Themen. Kennzeichen der Lebewesen. Was ist das denn für eine Scheiße? Seit wann haben die denn Kennzeichen? Nee, am interessantesten klingt ja hier der Mensch. Denn, meine Lieben, wir sind Menschen. War es gerade eine Ansage oder was? Also rechts seht ihr immer meine aktuelle Note. Die wird natürlich immer 1,0 bleiben, weil wir werden hier alles richtig machen. Yo, wahrscheinlich. Welches Organ zählt zu den Verdauungsorganen? Bro, also daran merkt man, es ist 5. Klasse. Biologie stand ich auch immer 1. Natürlich der Magen. Der Oberschenkelknochen gehört zum Rumpfskelett. Nee. Rumpf ist ja... oben. Keine Ahnung. Die Abbildung zeigt ein Auge bei Dunkelheit. Auf jeden Fall, weil die Pupille geweitet ist. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganz entspannte Zwei-Zimmer-Wohnung. Manchmal finde ich es kacke, dass ich nicht so dumm bin wie Hugo oder so, weil das wäre ja ziemlich lustig eigentlich dann immer. Sonst hätte ich halt noch Glasflaschen hier. Digga, bist du dumm? Ist natürlich nicht böse gemeint. Was ist im Bild rot markiert? Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, Digga. Brustwirbel, Brust ist es ja nicht, ne? Hals auch nicht, Kreuzbein, oder? Obwohl, ist das Kreuzbein nicht weiter unten? Lendenwirbel, oder? Ja, oh mein Gott, Digga, ich bin so gut. Nein, ich habe gerade aus Versehen geskippt. Welche Blutgefäße leiten das Blut zum Herzen? Ach, zum Herzen. Arterien oder Venen waren das, ne? Arterien, glaube ich. Ach, Digga. Oh mein Gott, Erdbeben! Bro, 2,2, weil ich eine Sache falsch gemacht habe. Das ist Bullshit. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie viel ihr gewusst hättet. Die Eigenschutzzeit hängt vom Hauttyp ab. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber safe. Aus wie vielen Wirbeln besteht die Wirbelsäure? 12, 20, 34, 45? Ich glaube 34. Ich sage euch bei solchen Fragen nie das Höchste oder das Geringste nehmen. Und dann ist es nur eine Frage zwischen 20 und 34. Guck, wir sind schon 1,8 wieder. Du bist ein richtig krasser Typ. Nummer 2 zeigt auf den Streckmuskel. Nummer 2 ist das hier. Das ist der Bizeps. Lol. Was passiert, wenn nicht mehr genügend Blut in die feinsten Blutbahnen gelangt? Ich hoffe, meine Biolehrerin sieht gerade das Video. Können Sie mir sagen, wann wir das im Unterricht behandelt haben? Wir haben in der 5. Klasse Pflanzen gemacht. Oder Knochen, aber das? Salmonellen. Die Zellen bekommen keinen Stickstoff mehr, die Zellen bekommen keine Nährstoffe mehr, die Zellen bekommen mehr Nährstoffe. Das macht keinen Sinn. Stickstoff. Nein, was? Ich habe einen IQ von 35. Nee, von 85. Oder war es 58? Ich bin wieder bei 2,2, ich kann kotzen. Das Blut transportiert Wärme. Nee. Real Talk? Sowas hätte ich mir safe gemerkt, aber ich habe das noch nie gehört, dass Blut Wärme transportiert. Dass Blut warm ist und so oder durch irgendwelche Punkte, okay, aber dass sie Wärme transportieren, ist crazy, Mann. Wie viele Brustwirbel hat der Mensch? Oh, das stand vorhin da. 12. Gut, Gedächtnis habe ich. Durch Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann man seine Eigenschutzzeit verlängern. Ja, er hat anscheinend irgendwas mit Sonnenschutz zu tun. Yeah, no shit, Sherlock. Was ist das für eine Schrift? Also Informatiker haben die hier nicht. Was gibt es im Ohr nicht? Ohrtrompete, Ohrschnecke, Bogengänge, Ohrensack. Digga, Real Talk. Alle anderen drei noch nie gehört. Und Bogengänge ist halt das einzige ohne Ohr. Könnte aber jetzt tricky sein, ne? Nur weil es anders heißt. Meint ihr es falsch? 2,4, ne? Ich kann kotzen. Ich glaube, wir waren 2,9 letztes Mal in Sachkunde. Ist okay. Super. Echt super. Ohrentrompete, glaube ich, gibt's. Ohrensack klingt so unrealistisch. Ja, okay. Sich in die Sonne legen und bräunen ist gesund und schön. Heute möchte ich einfach mal mit euch der Sonne einen Gruß, einen Lachgruß schicken. Also einfach. Wussten Sie, dass auch Pflanzen Sonnenbrand bekommen können? Oh. Ich glaube nicht. Ja, ja. Was geschieht in den Kapillaren? Keine Ahnung, Mann. Aber das sagt mir was, ne? In den Kapillaren kann das Blut besser aufwärts fließen? Nee, ich glaube nicht. In den Kapillaren wird O2 abgegeben und CO2 aufgenommen. Die Kapillaren sind für die Blutgerinnung. Ich glaube Blutgerinnung. Ach, scheiße. Retalk? Das ist kacke. Das ist wirklich Trash. Ich brauche meine Katze. Sofort.
Konzentration und Aufmerksamkeit werden gesteigert, wenn die Zellen weniger Sauerstoff und Nährstoffe bekommen. Ich habe gelesen, aber nicht gelesen, also nicht zugehört. Was? Ich muss jetzt hier erstmal offline gehen. Die Leute denken, ich bin geistig komplett. Ich bin verwirrt. Konzentration und Aufmerksamkeit. Gut, dass es hier um Konzentration und Aufmerksamkeit geht. Konzentration und Aufmerksamkeit werden gesteigert, wenn die Zellen weniger Sauerstoff und Nährstoffe bekommen. Nein, lol. Was ist denn das für eine dumme Frage? Welches Nahrungsmittel enthält viel Vitamin E? Boah, Vitamin E? Früchte nicht. Boah, ich glaube Vollkornprodukte, ne? Ach, Digga, ich bin so ein Hurensohn. Mann. Vitamin E, Retalk, das ist aber eine coole Frage. Ey, das ist immer eine coole Beleidigung. Das sind wirklich Themen, die ich finde die gut. Retalk. Ja, das letzte Mal wurde ich zu irgendwelchen Blauwalen oder sowas abgefragt. In der Nähe des Südpols ernähren sich Bartenwale von... Ach du Scheiße. Lernt man das in der 4. Klasse, Digga? Also ich habe da andere Dinge gelernt. Dann bricht dein Studium ab. Brich's ab. Wie viele Rippen hat der Mensch? Ich dachte immer 21, wenn ich aus dem Kopf jetzt sagen müsste. Dann sage ich 20. 24? Okay, scheiße. Scheiße, 2,9. Das Blut transportiert Nährstoffe. Okay. Geile Frage. Wie nennt man die ersten Zähne, die der Mensch bekommt? Auch geil. Geil. Aber ist trotzdem kacke. Mann, was ist das jetzt? Durchschnitt ist 3,0, okay? Und wir sind mit 2,7, also über dem Durchschnitt. Die wird natürlich immer 1,0 bleiben, weil wir werden hier alles richtig machen. Ich sag euch ehrlich, Biologie hatte ich abgewählt. Oberklasse. Oberklasse, Digga. Wie heißt denn das? Oberschule. Heißt das Oberstufe? Oberstufe abgewählt? Ja, es sind 3 Nutzer online. Also, die anderen 2 lernen gerade für einen Test und die haben morgen irgendeinen Test. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Geografie dagegen habe ich tatsächlich in der Oberstufe gehabt. Das heißt, ich hoffe, in Geografie läuft es besser. Deswegen Gymnasium, 5. Klasse. Wir gehen in Geografie rein. Und in Geografie nehmen wir das Thema. Sonnensystem ist Astronomie, lol. Deutschland, ja. Okay, Orientierung auf der Erde klingt am interessantesten. Let's go. Es teilt die Erde in eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel. Das ist der Äquator. Jungs, ich sage euch, wir sind hier drin, Jungs und Mädels. Wir brauchen auch die anderen Quoten. Und ich habe... Mann, ich habe aus Versehen auf Überspringen gedrückt. Aber warte mal, man kann Fragen überspringen und es gibt keinen Punkt dazu. Ich habe das aus Versehen gerade gemacht. Der Nullmeridian verläuft durch Paris. Boah, warte mal, der geht ja so, ne? Boah, das kann sein, ne? Ich glaube ja. Fuck! Wollt ihr mich verarschen? Digga, also das ist halt Kleinmalerei. Sagt man das so, Wortmalerei? Was ist das für eine Scheiße? Wenn man weiß, was der Nullmeridian ist, dann alles gut. Was juckt denn, ob die durch London oder Paris geht? Irgendwo habe ich im Radio oder sowas mal gehört, dass es da sogar eine Ausstellung gibt. Genau da, wo er durchgeht. Aber ich dachte, es ist Paris. Ach, das ist kacke. 4,6, Leute. Das ist auch eine Logik. Von 2 Fragen, eine falsch, eine richtig. Was ist so die Mitte? 3,5. Hm? 3. 3,0. Gutes Mathe. Gutes Deutsch auch noch. Das ist die perfekte Gelegenheit, um euch zu beweisen, dass ich wirklich ein Idiot bin. Das Klima ist ein Fachbegriff für das Wetter. Fasst das Wetter über Jahre zusammen, zeigt das Wetter für einen Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nee, über Jahre zusammen. Es handelt sich um Belgien. Falsch. Säugetiere sind auf der Erde seit etwa... Bro, das sind halt wirklich Wichser-Fragen. Waren Dinosaurier Säugetiere? Ja, waren sie. Die haben Eier gelegt. Oder Ach, Digga, Säugetiere legen, glaube ich, keine Eier, oder? Die saugen ja. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Wir sind Säugetiere. Ich krieg eine Krise. Trotzdem. Es gab Safe-Säugetiere. Ich sag 300 Millionen. 200 Millionen. Da, Digga, jetzt mal ernsthaft. Habt ihr das in der 5. Klasse gemacht? 5. Klasse. Geografie. Lernt ihr sowas? Welches Land ist auf das Russland? Nicht verschreiben, Elias. Die Meridiane laufen am Nord- und Südpol zusammen. Der Äquator ist Meridian, oder? Ach, Digga. Das sind Begriffe. Real Talk. Was kannst du eigentlich? Wir haben das Breitengrade genannt, okay? Was ist Skandinavien? Skandinavien heißt der nördlichste Teil Europas. Mit den Digga, das ist eine halbe Bibel in ganzer Hunsinn. Mit den Halbinseln Norwegen, Schweden und Dänemark. Landstück, das eine zerklüpfte Küste und vielen sogenannten Land ist auf dem Kontinent Amerika. Okay, das ist ja alles Trash hier. Das ist auf jeden Fall richtig. Der längste Fluss der Erde ist... Boah, Amazonas? War das Nil. Mann, leck mich. Wie der mir auch direkt beim ersten Buchstaben, zack, Schelle gegeben hat. Meine Fresse. Hier ist Spanien markiert. Nein. Guck mal, das sind voll die einfachen Fragen und dann kommen immer so richtig schwierige Fragen. Welcher Ozean ist hier farbig markiert? Der Atlantik. Ja, okay. Welches Land ist auf der Karte zu sehen? Das ist Tschechien. Boah, wenn man so einen Topo-Test hier hätte, das wäre cool. Wollen wir mal einen Topo-Test machen? Wenn ihr euch ein Video wünscht, wo ich einen Topo-Test mache von der ganzen Welt, schreibt es in die Kamera. Warum will man das eigentlich sehen? Sorry, ich wollte es sehen. Ihr wollt es definitiv sehen. Wie ist Wasser und Land auf der Erde verteilt? Runde auf Zehner. Runde auf Zehner, als könnten 5-Klässler runden. Ach,
vor. 80, 20, nee, ich sag 70. 70 Wasser. Ja, okay. Boah, stark. Stark. 2,7 waren wir im Bio. Wir müssen schon besser an Geo sein. Hier ist Frankreich abgebildet. Nein, das ist easy. Die Bahn der Sonne am Himmel verläuft scheinbar von West nach Ost oder Ost nach West nach... Oh, scheiße. Das ist peinlich. Okay, scheiß. Wir machen weiter, Digga. Oh, das ist Trash. Das ist wirklich kacke, aber das ist auch Astronomie, okay? Das höchste Gebirge der Erde heißt Mount Everest, ne? Genau. Hä? Ach, das ist der größte Berg. Das ist kein Gebirge, ne? Ey, Bro. Bleib hier, Mann. Der Nomadenland verläuft durch Paris. Hatten wir doch schon. Überspringen, ich bin fair. Welches Land ist auf der Karte zu sehen? Dänemark. Aufgrund der gleichmäßigen Sonneneinstrahlung folgen die Klimazonen genau den breiten Kreisen, auf welchen die Sonnenstrahlen auftreten. Ja. Ach, Digga. Ach, das sind halt... Ich schwöre auf alles, die Fragen sind auch scheiße gestellt. Weil es stimmt ja zum Teil, aber halt nicht vollständig. Und deswegen stimmt es wieder nicht. Aber daran denkst du nicht. Übrigens, es ist... Ich schwöre auf alles. Ich gehe hier kurz raus, ihr seht es. 4 Uhr nachts, okay? Wir müssen ein bisschen chillen. Die Zone zwischen Polarzone und gemäßigter Zone wird als Subpolar genannt. Genau. Letzte Frage, hier ist Litauen abgebildet. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube ja, einer der drei... Nee, das ist Estland. Müsste Litauen sein, ja. Digga, 3,2 ist krass. Krass. Das ist krass scheiße. Ich dachte, ich bin besser. Das ist sogar schlechter als der Durchschnitt, alright? Ey, wir beenden das Video schnell. Ist eine Blamage, sage ich euch ehrlich. Es ist eine Riesenblamage. Wenn ihr euch mehr davon wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Das nächste Video wird wieder ein tolles Comedy-Video sein. Wir sehen uns also. Haut rein. Abonniert diesen Kanal. Danke an jeden, der diesen Kanal bisher abonniert hat.